Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von Mega Man X mit mir, Level 4. So, im letzten Part haben wir alle Bosse besiegt, bis auf einen, und zwar... Na, wie heißt der? Wie heißt er? Der kriegt gerade Strom! Und es ist... Launch Octopus! Ja, und den kann man genauso wie beim Flame Mammoth halt die Arme abschneiden mit den Boomerängen. Und auch wieder eine sehr geile Musik. Wie ich finde, eine der besten Level in diesem Spiel. Nicht einfach, aber wie ich finde, einer der coolsten und eines der herausragendsten Level in diesem Spiel. Es spielt sich halt etwas anders wie die normalen Level. Und das finde ich geil! So, hat nicht gereicht. So. Und die Musik finde ich nach wie vor immer noch geil. Bloß nicht die Schachen ranfallen, wie gesagt, die töten. Kann es sein, dass der Malebuster auch stärker geworden ist? Nicht nur die aufgeladene Version? Ja, egal. Ja, stimmt, ihr euch total vergessen, Digga. Scheiße. Okay. Ja, die haben ein ganz komisches Bewegungsmuster. Geh weg. Gut, bloß nicht in Schachen ranfallen. Wie gesagt, das ist tot. Komm. Nein! Ah. Weg. Nein, nein, nein. Ah. Das ist eine Stelle. Diese blöden Dinger. Mein Gott. Okay. Dann hochspringen. Ich glaube, gleich kommt eine Art... Ja, genau. Oh nein, du blödes Mistviech. Voll reinhauen. Voll reinhauen. Ach, komm her. Jawohl. Boah. Das geht auf den Daumen drauf, so schnell zu triggern. Wie viel ich weiß, kann Sui so mit am heftigsten triggern, wie ich es noch niemals gesehen habe. Das ist echt heftig. Nur die Gegner ist ganz lustig, lass mich kurz einsaugen. Und dann schickt man den Gegnern drin. Und eigentlich tun die einem gar nichts, weil die können halt nichts. Die können halt wirklich nichts. Na gut, außer man berührt sie halt, wenn sie einen nicht einsaugen sollen. Na gut, ja. Kann ein bisschen rumschießen, die Dingern. Das ist eigentlich scheißegal, was man macht. Genau, man muss mal aufpassen, weil da sind Stacheln. Und nochmal so einer, jawohl. Und gefährlich ist natürlich jetzt, also saugt und saugt und saugt. Man darf ja nicht Stacheln anfallen. Eieieiei. Komm schon, stirb! Nein, nein! Blödes Mistvieh. Blödes Mistvieh. Ah, fuck. Nochmal von vorne. Ach, doch nicht ganz von vorne, sondern direkt bei diesem Gegner hier. Das finde ich nett. Das ist doch kulant. Nein, 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 nein. Nicht schon wieder, nicht schon wieder. Ein bisschen schon mal aufladen, den scheiß Schuss. So. Naja, das ist nicht schlimm, wenn ich abgeschossen werde. Damit kann ich leben. Hauptsache, ich kann hier wieder ordentlich gut kämpfen. So. Jawohl. Gibst du mir was? Ja, toll. Munition, die ich nicht brauche. So, das ist ganz nett hier. Ja, komm, aktivier dich mal. Danke. So, und da kann ich natürlich hier hochspringen. Ich glaube, hier gibt es auch etwas. Ja, Herzen. Da gibt es nicht noch etwas. Nee, gibt's doch nichts. Schade. Na gut. Aufpassen, wo ich lande. Am besten noch da landen, weil hier gibt es so viele Stacheln im Boden. Ich will ja nicht blöd runterfallen. Vielleicht kommt noch ein cooler Zwischenboss, wie ich finde. Ah, okay, hier hoch. Und da ist er. Nämlich so ein kleines Boot. Finde ich ganz nett. Ah, wieder triggern bis zum geht nicht mehr. Ah, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Und wieder drauf, 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 drauf. Okay, da geht er runter. Bloß nicht in die Torpedos ranfallen und er versenkt den Boden mit. Und wo kommt man gleich raus? Das werdet ihr gleich sehen. So, ich kann hier raus. Und noch ein Zwischenboss. Ja, Zwischenbosse kommen immer mehr zur Geltung. So, da ist er. Ich laufe natürlich voll rein. So, und Schwachstelle ist Hinterteil und Kopf. Nein, 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 nicht da rein. Oh Gott, Hilfe. Und der macht in der Emulator-Version ganz, ganz komische Geräusche. So, jetzt kann ich natürlich... Jetzt kommt natürlich das Perfekte. Nein, 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 komm her. Fuck. Natürlich geht's hüpfen. Und jetzt... drauf, was das Zeug hält. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Ich muss hier runter. Ich muss da landen, wo die Säulen sind. Ansonsten gibt es halt Stacheln, ne? Die töten einen halt wieder sofort. So, wo ist er? Da ist er. Okay, das war's. Bam. Bam, 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 bam. Das gibt mir ganz, ganz viele Herzen, die ich auch brauche. So, was hat mir das letzten Endes gebracht? Das, meine Freunde, seht ihr jetzt. Ja,
Das ist die härteste umkämpfte Herz-Capsule, die in diesem Spiel gibt. Aber schwer war das Ganze auch nicht. Ist halt ganz nett, so einen kleinen Zwischenboss zu haben. Der war jetzt auch nicht schwer, aber er hat Spaß gemacht. Und hier gibt's nichts, okay. Wir landen, wo ich auch landen kann. Ich habe mich immer gefragt, was das eigentlich hier sein soll, diese komische Unterwasserstation. Na gut, was kommt jetzt? Was war das denn nochmal? Irgendwas kommt doch jetzt. Ach ja, genau. Der nochmal. Ja, aber diesmal in einer etwas unwirtlicheren Situation. So, kommst du raus? Ja, unter mir. Alter! Ah, verdammt. So. Wieder ein kleiner Zwischenboss. Ah, ist das eigentlich ein Zwischenboss? Keine Ahnung. Ist halt ein etwas härterer Gegner eigentlich. So, wieder runter. Und voll drauf auf den Köppis. Und der ist auch schon wieder weg. Und was gibst du mir? Bam, 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 bam. Und wieder Energie, die ich leider nicht in die Container reinstecken kann, weil ich ja die Energie verloren habe. Nein, 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 nein. Du gehst nach Hause, mein Freund. So, ich glaube, hier gab es dann auch etwas, oder? Nee, doch nicht. Okay, dann kommt jetzt halt der Boss. Bing, ding, 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 ding. So. Habe ich wieder den Safe-Set gesetzt, wer war das denn wieder? Achso, ich muss gerade wechseln. Ah, nein, da war er eben. Komm, komm, komm. Ich lasse ihn wieder zeigen, was er kann mit seinen komischen Tentakeln. Aber wenn das nämlich weg ist, dann kann er nämlich kaum noch etwas. Ansonsten ist der Boss etwas unfair. Ja, ich mache ihn aber jetzt weg. So, ich kann auf jeden Fall diese Torpedos und das hier abschießen. Und das ist nicht gerade sehr nett. Da sind die Arme ab. Und jetzt, brauche ich ja weiter an mit den Dingern auf dem Kopf ist. Keine Ahnung. Obwohl, nee, ist doch scheiße. Ich wechsle wieder. Alter, Alter, nein, 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 nein. Okay. Ein ziemlich nerviger Boss, ich finde, weil er halt diesen Fächerschuss hat. Er kann ziemlich nerven. Und er kann auch eigentlich noch so einen Tornado-Wirbel machen. Keine Ahnung, ob er den hier jemals machen wird. Oder jetzt ohne Arme. Na ja, gut, was soll es sein? Was soll er ja jetzt? Ich werde ihn aber auf jeden Fall trotzdem umbringen. Sieht aber momentan etwas schlecht für mich aus, wenn ich ehrlich bin. Komm her. So, und umschiffen und trotzdem werde ich getroffen. Sehr, sehr toll. So, und wieder weg. Ich habe mich immer gefragt, was soll das im Hintergrund sein? Ist das ein... Naja. Sieht halt aus wie ein Unterwasser im Chemielabor. Was? Keine Ahnung, warum man sowas machen sollte. Naja. Vielleicht wirken ja chemische Kräfte anders unter Wasser als... Na, eigentlich nicht. So. Und weg ist er auch, der Boss. Ich rocke hier gerade ziemlich durch. Ich komme hier ziemlich gut durch momentan. Da kann was nicht stimmen. Da sind die schon die Illuminaten dran schuld. Gut. Ding, 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 dang, dang, dang. Dang, dang. Dang, dang. Bing. Okay. Damit wäre auch das erledigt. Kling. You get Humming Torpedo. Ja, was könnte das wieder sein? Ja. Die könnten bei bestimmten Bossen jetzt ganz nett sein. Weil, wie gesagt, die verfolgen halt den Gegner. Und, ja. Gut. Ach, genau. Richtig, richtig, richtig. Kommt das jetzt? Finally, we found Sigma's Fortress. Let's go in. Ja, let's go in. Das sagt schon alles. And put an end to this war against the Ubets. Hau ab. Ja. Und jetzt kommt nämlich die Sigma Stage frei. Hier unten. Die kann man jetzt angehen, wenn man möchte. Aber ich habe ja noch was zu holen. Hier gibt es ja noch was zu holen, wie gesagt. Ein Energy-Dingensbums. Und wie ihr seht, oh, was ist denn hier passiert? Ja, also das sind die Überreste des Flugzeugs, was abgestürzt ist. Und deswegen ist jetzt hier die Stage verändert. Finde ich total cool. So, und runter. Du schießt nichts ab, mein Freund. So. So, perfekt. Schießt du deinen Schuss ab. Dankeschön. Achso, da unten ist es ja schon. So, und wechseln. Ja, perfekt. Damit habe ich auch den Energy Booster. Hier gibt es sonst nichts mehr zu holen, oder? Den Herzcontainer habe ich. Ja, habe ich. Gut, dann kann ich diesen Level auch schon verlassen. Gut. Als nächstes... Ja, ist gut.
gehe ich hier rein. Denn hier gibt es auch einen Herzcontainer zu holen. Ja. Kommt her, ihr beiden. Ja, beide erwischt. So muss das sein. So, und wie ihr seht, hat sich auch diese Welt ein wenig verändert. Denn hier gibt es Wasser im Boden auf einmal. Der war vorher nicht da. Und das kann mir natürlich auch helfen mit meinem Problem mit unten dem Herzcontainer. Aua. Er hat nicht lang gelacht. Und das Tolle an diesen Dingern ist, die sind relativ schnell an diesen Wasserdingern. Er hat irgendwie, jeder Gegner hat ja seine spezielle Bedeutung und jeder kann etwas Unterschiedliches. Finde ich ganz nett eigentlich. So, dann geht's hier runter. Bam, bam, bam. So, erstmal wieder das alles wieder kaputt machen, denn ich brauche den Platz. Ja, nein, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Ja, wir wollen ja nichts kaputt machen. So. Und geschafft. So. Und Escape. Gut. Dann haben wir das jetzt auch. Was machen wir als nächstes? Hier gibt es auch einen Herzcontainer, den hole ich mir aber später. Hier haben wir alles. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier hin. Ja, ich gehe erstmal hier hin. Das ist fein. Auch wieder geile Musik. Ach, ich finde, das ist, glaube ich, die beste Musik in diesem Spiel. Zumindest ist es meine. Und schmeißt deinen Baumstamm ab, du Holzfäller. Du hast gar nicht gesagt. Na egal, mach, was du willst. So. Und hier durchrocken, wie Rocky es nicht anders machen könnte. Oh, was war das denn gerade? Das ist mir noch nie passiert. Ich war eben noch kurz mit am Fliegen. Und dann wurde ich erst getroffen, weil ich runtergerutscht bin in den Schachtel hinein. Cool. Gut, und weg mit dir, und weg mit dir, und weg mit dir, und weg mit dir, und weg mit dir. So, da schlitter ich einfach mal durch. Verdammt, ich wollte eigentlich ein bisschen was früher schießen. Aber egal, ich kann nicht immer Glück haben. Und eine Sackgasse. Ja, egal, es geht doch wieder gut. Und ich wurde noch getroffen. Lächerlich. Egal. Und wie gesagt, epische Musik immer noch. Ich liebe die Musik. Deswegen, ich habe mich so gefreut, als es die OC-Remixe gab. Die machen nämlich immer sehr, sehr gute Musik. Die verwende ich auch immer in meinen Vlog-Videos, falls ihr nicht gemerkt habt. Das sind alles OC-Remixe. Und, ja. Nein, nicht runterfallen. Okay. Alter. Weg mit dir. So. Und da habe ich mich gefreut, deswegen dermaßen gefreut, als sie halt Mega Man X geremixed haben. Ein ganzes Album mit, ich weiß nicht, mit 5 CDs haben sie das gemacht. Perfekt, Leute. Es ist unheimlich genial. Nicht alle sind gut, aber die meisten sind gut. Sagen wir es mal so. Und, boah. OC Remix, ich liebe euch. Ihr seid echt die Besten. Vor allem, die bieten das Ganze halt so an, dass man es halt umsonst verwenden kann in Videos. Das heißt, was ich getan habe, ist nicht illegal. Geh weg. So. Hoch da. Und ich wechsle jetzt, zu Feuer. Und da ist er. Der Herzcontainer. Und langsam habe ich echt viele Munition. Quatsch, Leben. Ich glaube, nur noch einer fehlt, wenn mich nicht alles ganz irrt. Gut, raus hier. Dann wir alle Subtanks, man kann jetzt nur noch Energy Tanks holen. So, hier habe ich auch alles. Was mir nur noch fehlt, ist tatsächlich hier in der Stage oben das Ding. Gut. Das Blöde ist, dass ich halt wirklich die ganze Stage nochmal machen muss. Aber das muss jetzt einfach sein. Und danach beende ich den Part und danach kommen die Sigma Stages. Das wird spaßig, Leute. Die Sigma Stages sind nicht nett. Denn, also momentan bin ich ja noch ziemlich gut durchgekommen. Aber die Sigma Stages und gerade die Bosse der Sigma Stages, die sind echt nervig. Und Sigma selber ist sehr, sehr scheiße. Geh weg! Na gut, okay. Dann schießt du mal. Danke. Man kann es nämlich auch so machen. Na komm, da macht eh nichts mehr. Gut, schlittern, schlittern, schlittern. Und jumpen und ich komme sowieso einfach durch. Ach Gott, was soll schon passieren? Ja, da kann man nämlich auch durchgehen, wenn man es etwas eilig hat. So, komm her. Ja, dieser tolle neue Buster, der ist schon geil, oder? Ich liebe ihn. So. Komm. Und erstmal aufladen, weil das spart mir noch etwas Zeit. So, und wieder was aufladen. Warten, bis der Typ das Ende geschossen hat. Jetzt kann ich reinpreschen. Ansonsten schießt er noch einen
eine Granate ab. Egal. Egal, was es ist. Er schießt es auf jeden Fall ab. Und hüpf. Das ist nicht so... Ui, geh weg. Okay. Und. Ja, ja, ja. Und... Ja. Nein! Das ist mistig. Also genau, das Geile noch an diesem neuen Buster ist. Achtet jetzt mal hinter mir. Der macht nämlich auch so einen Schmiss nach hinten. Das heißt, ich greife auch Gegner hinter mir an, diesen Buster. Ja, das ist super nützlich. Aber halt nur die direkt hinter mir stehen. Aber dann, das ist schon ein Grund. Ich kann es gleich auch mal recht nochmal kurz beweisen, dass der auch nach hinten angreift. Bei diesem kleinen Ding hier. Ich drehe mich jetzt um. Und ich konnte es nicht beweisen. Dankeschön. So, da war es gerade. Da habe ich ihn gerade von hinten erledigt. Locker flockig von hinten. Nein. Ah, toll. Egal, das brauche ich noch nicht mehr. Weg. Und. Nein. So, einen Jump wollte ich machen. Genau. Na, scheiße. Mach hin. So. Gecko wieder erledigen. Na toll. Weg mit dir. Gex. Kennt ihr noch Gex? Das war so ein PlayStation 2D. Quatsch, 3D Jump'n'Run. Wollte halt Mario Konkurrenz machen, Crash Bandicoot, so eine Art. Ich glaube, es ist sogar von demselben Machern von Crash Bandicoot. Ich bin mir nicht ganz sicher. Könnte auch komplett falsch liegen, weil ich war nie ein PlayStation-Fan. Ich war immer Nintendo Fanboy. Von daher weiß ich es nicht. So, hoch da jetzt. Okay, da kommt nichts mehr. So. Dann wieder durchwechseln. Und schießt nach oben. Jawohl. Dann haben wir jetzt alle Dinger bekommen. Und was ich jetzt noch holen könnte, wäre noch das Hadoken, was ich schon mal gesagt habe. Das habe ich bisher noch nie geschafft, das zu bekommen. Ich glaube, ich werde mal einen Versuch wagen. Und falls der nicht klappen sollte, werde ich es auch einfach lassen. Nämlich in der Armadillo Station. Nämlich direkt vorm Ende. Ich will zumindest mal gucken, ob ich den Hadoken kriegen kann. Ich habe den nämlich... Also ich habe das... ganzen Jahre... Oh, stopp! Das will ich eigentlich haben, das Leben. Das auch nochmal. Okay, dann halt nicht. Also ich habe das ja gar nicht gewusst, dass es halt dieses weg. So. Dass es dieses Hadoken gibt. Und als ich dann mal Videos bei YouTube gesehen habe, von ein paar Let's Plays und so ein Kram, habe ich dann gedacht, es gibt ein Hadoken? Das fand ich so geil. Deswegen, ich will zumindest den Versuch wagen, es zu holen. Ich weiß, es ist unheimlich schwer, es zu bekommen. Aber ich probiere es. Kann auch sein, dass es jetzt noch nicht zu holen geht, sondern erst nach verschiedenen Sigma-Stages. Aber ich werde es auch mal probieren. Ah, toll. Ja, toll. Ich kann davon, wenn man Dash mit Springen verwechselt. So. Und dann könnte ich es jetzt oben holen. Ich tue es jetzt auch, weil ich kann es gebrauchen. Runter, geh runter. Gehst du runter, danke. Und hüpfen. Natürlich wird er getroffen, dankeschön. So. Und Ark, jetzt hör auf damit. Wir würden mich sicher. Warum ist er schon kaputt? Achso, genau, weil er in die Schachen reinfällt. Genau. Ich dachte, er würde hier gegenfahren, da würde er kaputt gehen. Aber nein, der sieht etwas anders aus. Weg mit dir. Komm hoch! Habe ich genug Zeit. So. Ach, her damit. Denn ich habe jetzt noch einen vierten Energy Tank zu füllen. Wow, ist war knapp. Jedes Mal vergesse ich diesen dämlichen Bastard. Von einem Rad und von einem Dr. Robotnik. Keine Ahnung, ich finde das Ding sieht aus ein bisschen wie Dr. Robotnik von Sonic. Ich weiß auch nicht warum. Oh, 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 das sieht gut aus. Wow, 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 wow. Okay, und hoch da. Wunderbar. So. Und ich glaube, ich muss jetzt ein Safe State setzen, um halt, na, ich will das ja halt nicht verkacken. Safe State. Und ich glaube, die werde ich auch jetzt ab der benutzen, wenn ich jetzt das Hadoken schaffen sollte. Ist überhaupt schon soweit? Ich glaube, ja. Bim. So, ich muss die schon mal bereithalten. Ach nee, ist der noch gar nicht. Ach komm, jetzt gleich. Scheiße, stimmt ja. Da kam ja noch was. So. Du nervst mich einfach. Ich muss dich nicht töten, aber ich tue es trotzdem. Na komm, stirb jetzt endlich. Stirb! Du Unwürdiger! Na komm, ich war jetzt sogar schlechter als letztes Mal. Denn jetzt käme ich hier nicht mehr hoch. Wie ihr gerade seht. Egal. Was soll's. Ich hab's ja bereits. So, also jetzt werde ich nochmal safe staten. Safe. Und werde mein Glück versuchen mit dem Hadoken. Und das jetzt so oft ist... Ah, verdammt! Ich muss mal schießen. So oft das halt geht. Es gibt einen speziellen Zeitpunkt, wo ich mal hochdashen muss.
den muss ich jetzt erstmal finden. Jetzt. Nein, das war nicht gut. Und Safe State geladen. Gut, und nochmal ein Versuch. So, schön abschießen. Aua, aua, aua. So, wo ist die Oma noch? Nein! Und laden. Scheiße. Gibt's da einfach nicht. Ich will diesen Roten kriegen. Ich hab den noch nie gekriegt. Alter, hör auf damit jetzt. Ich muss die auf jeden Fall abschießen, weil die sonst mir am Weg stehen. Und jetzt! Ah! Ist doch nicht da. Normalerweise nehme ich hier die Capsule. Okay, dann werde ich nochmal nach verschiedenen Sigmas der Ages hier nochmal reingucken. Okay. Normalerweise wäre da oben das Hadoken gewesen. Na gut, man kann nicht immer Glück haben in diesem Leben. Gut. Dann, Leute, melde ich mich jetzt erstmal zurück. Nein, das heißt richtig für einen Scheiß. Nein, ich werde diesen Part jetzt beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei den Sigma Stages. Die werde ich einfach. Und ich glaube, ich werde pro Sigma Stage einen eigenen Part machen. Denn die sind erstens sehr lange und erstens nicht sehr einfach. Also, Leute, bis dann. Tschüss.